das uns zeigt, wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Wir sind eins, für den Frieden vereint. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Die Idee von einer besseren Welt passt nicht ins System, es ist besessen von Geld. Der Ruf nach Freiheit und Demokratie ist gerade so wichtig, jetzt oder nie. Ich bin wie du und du bist wie ich. Wir sind alle Menschen aus demselben Holz geschnitzt. Wunder des Lebens, voll Energie. Wir werden was bewegen, jetzt oder nie. Es ist die Zeit, das Blatt zu wenden, die Macht der Konzerne jetzt zu beenden. Und wenn ihr auch kein Licht mehr seht, leitet euch das Herz den Weg. Sucht nicht im Außen, findet nach innen. Für den Frieden erheben wir unsere Stimme. Wir sind ja gerade dabei, nicht nur von Stadt zu Stadt uns zu verbreiten. Wir sprengen auch die Ländergrenzen langsam. Wir werden internationaler. Und anstelle des Montagsgrußes an alle Städte, wir sind ja heute alle hier, werden wir heute einmal Grüße an die gesamte Menschheit von uns richten. Das werden wir in verschiedenen Sprachen machen und den Anfang, weil es die meisten verstehen, wird die Angie auf Deutsch machen. Hallo. Okay, also. Grüße an die Menschheit. Heute sind tausende Menschen zusammengekommen, um der Welt zu zeigen, dass wir nicht länger ignorieren können, was auf unserem Planeten passiert. Wir erkennen, dass unsere Regierungen, selbst die, die vorgeben, demokratisch zu sein, nicht länger den Willen ihres Volkes repräsentieren, sondern den Willen einer kleinen Elite. Jawohl, 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 wir erkennen, dass uns Schritt für Schritt unsere Menschenrechte genommen werden. Wir erkennen, dass unser System auf der Ausbeutung von Menschen basiert, insbesondere von Menschen in armen Ländern. Wir erkennen, dass wir zu Sklaven des Geldes gemacht werden. Wir erkennen, dass uns allen Hass und Kriege aufgezwungen werden für die Interessen von wenigen. Wir lassen das nicht länger geschehen. Wir fordern Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen. Wir mahnen alle Soldaten und Krieger: Hört auf, Leute umzubringen, die ihr nicht mal kennengelernt habt. Sie haben dieselben Ängste, genau wie ihr. Sie haben Familie, genau wie ihr. Sie wurden reingelegt, genau wie ihr. In einem Leben, genau wie wir alle. Innerhalb von Wochen haben sich unsere Ideen von Stadt zu Stadt verbreitet. Und jetzt fangen sie gerade an, sich von Land zu verbreiten. Keine Grenze kann diese Ideen stoppen. In jeder Stadt reichte eine einzige Person, genau wie du, um eine ganze Gruppe von Menschen zu gründen, die sich friedlich gegen dieses System erheben. Egal wo du bist, sei diese Person in deiner Stadt. Jeder träumt von Frieden.
Lasst uns diesen Traum leben. Lasst uns etwas erschaffen, nicht alles zerstören. Lasst sie uns nicht länger spalten, um uns allein und schwach zu halten. Lasst uns uns vereinigen und ihnen zeigen, dass die Zeit für Veränderung gekommen ist. Ist so 23, 24 Uhr. Viel Programm. Lieber Ken, komm doch mal auf die Bühne kurz. Lieber Ken. Weil ich meine, das geht fast alleine, aber wir beide führen euch so ein bisschen durch den Abend. Ken Jebsen. Hier ist ja nicht nur Berlin, hier ist ja ein großer Teil Europas, würde ich sagen. Mein Name ist Ken Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Hier sind Menschen, ich denke, wenn man sich anschaut, was Lars vor knapp 3 Monaten angefangen hat, drüben am Brandenburger Tor, und was sich daraus entwickelt hat, da könnt ihr stolz auf euch sein. Ihr habt einen offenen Nerv getroffen. Der Dank geht euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir werden so ein bisschen durch den Abend führen, erfahre ich hier gerade auf der Bühne. Ich bin ja Gott sei Dank nicht so involviert in diesen ganzen Wahnsinn. Du machst den ganzen Tag ja nichts anderes. Ich muss zwischendurch ja noch arbeiten. Ja? Nicht, dass ich sagen möchte, dass das keine Arbeit ist. Man muss sich vorstellen, ein Mann wie Lars Meerholz, der einfach zum Profi-Organisator einer solchen Friedensdemo wird, da reinspringt, dort reingedrückt wird und das so auf die Beine stellt und sehr viele Mitstreiter hat, die ihm da helfen. Hier fließt kein Geld, das ist Solidarität und das beweist eigentlich mir, was ich immer schon gedacht habe, was wirklich da ist, dass es einen Bedarf bei der Bevölkerung gibt, eine andere Republik, ein anderes Europa, eine andere Gesellschaft zu haben. Das kann man sehen daran. Das ist toll. Ja, und ihr seid die neue Gesellschaft. Und das ist das Symbol. Ich freue mich heute natürlich ganz besonders. Ich werde auch noch mit Petram Chayar mich hier natürlich unterhalten. Wir haben uns hier kennengelernt. Ich werde auch den einen oder anderen Solo-Beitrag bringen. Aber ich freue mich ganz besonders auf einen Gast, mit dem ich schon das ein oder andere Interview gemacht habe, nämlich Evelyn Hecht-Galinski, die ein bisschen aufgeregt ist. Die kommt auch gleich dazu. Ein Riesenapplaus für die Frau, die seit über 20 Jahren politisch aktiv ist. Ich habe gesagt, dass viele extra heute wegen ihr hierher gekommen sind, auch Leute aus der Schweiz, und das ist toll. Vielleicht für alle, weil man ja immer wieder etwas über diese Mahnwachen liest von Journalisten, die ja keine Journalisten mehr sind, denn seit dem 11. September ist ja der Journalismus gehijackt worden, das muss man ja klar so sagen. Ne? Es gibt ganze Gebiete, über die man nicht mehr reden darf, sonst ist man ein Verschwörungstheoretiker. Und ich möchte eigentlich wieder einen klassischen aufklärenden Journalismus haben. Wir machen hier diesen klassischen aufklärenden Journalismus, weil ein klassischer öffentlicher aufklärender Journalismus ist ein öffentliches Gut und dieser Journalismus ist das Immunsystem einer Demokratie und den brauchen wir. Wir brauchen diesen Journalismus.
Und ich habe lange genug für Öffentlich-Rechtliche gearbeitet und mache das ja immer noch, weil ich muss ja GEZ-Gebühren bezahlen. Ihr zahlt auch alle GEZ-Gebühren, richtig? Hände hoch, wer zahlt GEZ-Gebühren? Viele von euch tun das. Ihr seid alle freie Mitarbeiter. Und die Arbeit, die Journalisten nicht tun können, weil sie sonst ihren Job verlieren, die müssen wir eben tun mit den öffentlichen sozialen Netzwerken. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für den enormen Support für KenFM, alles, was wir auf den sozialen Netzwerken treiben. Das ginge ja nicht ohne eure finanzielle Unterstützung. Wir haben die Botschaft verstanden, wir machen das weiter. Vielen Dank, das ist toll. Ohne euch ginge es nicht. Ohne euch geht gar nichts. Ohne euch ging gar nichts. Gar nichts, keine Veränderung, keine freien Medien. Wir brauchen euch und ihr braucht euch. Jeder braucht sich hier in der Bewegung. Das ist so schön. Meine Reden, die ich halte, einige werden das kennen, die werden nicht von Politik halten. Ich glaube nicht an den politischen Frieden. Meine Reden, die ich halte, handeln vom inneren Frieden, vom humanistischen Frieden. Von dem Frieden, den jeder von euch machen kann. Politischer Frieden ist meistens ein Frieden, der über Bündnisse geht. Und die Bündnisse, das geht ja jetzt noch mit der Ukraine passieren. Jetzt kommt ein Moment, auf den freue ich mich seit Wochen. Ich will die Städte sehen. Wo sind die Städte? Sagt Hallo zu Berlin. Die ganze Zeit grüßen wir euch. Steht auf, steht auf. Schau, Berlin, da sind die Städte. Aus ganz Deutschland sind sie gekommen, aus der Schweiz. Österreich. Herzlich willkommen aus Österreich. Genau, macht die Österreicher mal Lärm machen. Richtig. Ja. Willkommen in Berlin. Die Schweizer mal Lärm machen. Wo sind die Schweizer?